Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ich bin total heiß auf diese Folge. Lang ist es her, ja, ich habe es ja auch schon im EM-Video gesagt. Ich habe aktuell ein bisschen Stress, weil ich jetzt von daheim ausziehe, weil ich jetzt studieren will, bla bla bla. Und da habe ich tatsächlich nicht geschafft, dann viel aufzunehmen. Und dementsprechend ist es sehr lang her, seitdem eine Folge von dieser Trainerkette kam. Ich freue mich natürlich, endlich wieder Folgen zu bringen. Ganz so gut wird das Ganze wahrscheinlich nicht ankommen. Die letzte Folge ist nämlich super krass bei euch angekommen. 90 Likes, was echt krass ist. Und ich denke mal nicht, dass wir das schaffen, aber so 50, 60 oder so. Strengt euch an, dass wir wieder ein bisschen in diesen Rhythmus reinkommen, dass ich dann wieder Bock habe, mehr aufzunehmen. In dieser heutigen Folge wird es natürlich auch sehr, sehr spannend. Wir haben ein Spiel gegen Hertha Berlin, was natürlich auch interessant ist, im Hinblick darauf, dass wir demnächst sogar bald Meister werden können, ja. Ich müsste noch 2 Spiele hintereinander gewinnen, beziehungsweise eigentlich noch 3. Ohne dass Schalke einen Fehler macht, könnte ich dann Meister werden. Falls Schalke einen Fehler macht, können wir sogar jetzt dann schon Meister werden, je nachdem. Im Prinzip freue ich mich einfach darauf, aber gegen Arsenal freue ich mich nicht ganz so drauf, weil in der letzten Folge, ich verlinke sie euch übrigens auch mal rechts oben beim i, da haben wir das Hinspiel gespielt und das hier ist das Rückspiel. Wir spielen zwar jetzt zu Hause, was irgendwie auch ein kleiner Vorteil ist, andererseits haben wir im Hinspiel ein unglaublich gutes Spiel hingelegt und haben durch Pech nur ein 1:1 gespielt. Klar, wir haben ein Auswärtstor, was nicht so schlecht ist, aber wir hätten eigentlich viel mehr verdient und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich wieder ein Tor kassiere, weil es ist ja auch lang her, seitdem ich das aufgenommen habe. Beziehungsweise habe ich in dieser Folge damals noch gesagt, dass wir gefühlt immer ein Tor kassieren. Also ist egal, schwere Geschichte hier und so. Wir starten direkt rein einfach und ihr könnt gerne wieder Kommentare reinschreiben. Ich werde in nächster Zeit öfter mal aufnehmen und dementsprechend natürlich dann auch auf eure Kommentare hören und hab total viel Bock, deswegen schreibt einfach was rein. Ich bin richtig hyped. Ja, Bayern in echt in der Champions League im Finale. Vielleicht haben sie es schon gewonnen oder verloren, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge online kommt. Ich nehme die jetzt am Freitag auf, vor dem Finale quasi. Entweder die kommt Sonntag oder sie kommt erst Montag oder so, dann war das Finale vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwo krass, weil Bayern in echt total gut ist und ich bin total stolz auch und happy, dass sie so weit gekommen sind. Und ja, wir hier sind kurz vorm Ausscheiden. Aber was heißt kurz vorm Ausscheiden? Theoretisch können wir 0-0 spielen und wir werden weiter, aber es ist halt schon sehr knapp. Und es wird ein hartes Spiel. Ich hoffe, dass wir sie zerfetzen, so wie die Bayern in echt. Ich hätte Bock auf ein 6-7-0 oder so. Ich glaube, das wird aber nichts. Ich muss mich ja natürlich auch ein bisschen wieder an die ganzen neuen Spieler gewöhnen. Sané zum Beispiel, der Ball kommt viel zu weit, ganz, ganz schlecht. Aber ich würde erstmal sagen, dass wir diese Saison beenden. Und da könnte schon das Auswärtstor von Arsenal sein. Das war so knapp. Eieiei. Also diese Saison werden wir auf jeden Fall beenden, bis das PES 21 Update kommt. Gibt ja so eine Update-Version dieses Jahr. Und diese Saison werden wir definitiv bis dahin beenden. Und dann freue ich mich natürlich schon wieder eine neue zu beginnen zu PES 21. Wieder mit Bayern und da werden wir natürlich dann gut durchziehen. Jetzt ist es da. Scheiße. Damit wären wir raus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Gas geben. 1:0 für Arsenal. Unser Vorteil vom Auswärtstor ist damit schon kaputt. Habe ich mir ja fast schon so gedacht. Jedes Mal, wenn Arsenal ein Tor schießt, müssen wir 2 schießen, um weiterzukommen. Das wird ein hartes Spiel. Die Flanken kommen zu weit. Wollen schon jetzt auch wieder. Und Arsenal kommt wieder. Gut geblockt diesmal. Wenn wir jetzt noch eins kassieren, 2:0, dann haben wir ein großes Problem. Dann haben wir ein richtig großes Problem. Neuer! Oh, ist das eng! Warum sind wir so am Schwimmen gerade? Was soll das? Alter, trage ihn doch nicht ins Tor! Was ist denn hier los? Und Arsenal kommt einfach immer und immer wieder.
Ich habe gerade so Angst. Ah! Hilfe! Komm jetzt bitte! Jawohl! Yes! Es ist so verdammt wichtig! Gnabry! Aus dem Nichts! Arsenal am Kommen und Kommen und Kommen. Und aus dem Nichts. Sehr schön. Die Flanke hat diesmal geklappt. Und Gnabry irgendwie vorbei an David Luiz und weiß nicht, wer der andere Verteidiger ist. 1:1. Total wichtig. Mega wichtig. Müller-Leno. Knapp, knapp, knapp. Oh, Neuer. Und das ist immer noch nicht vorbei. Kimmich grätscht den schön raus. Gibt sogar nur Abstoß. Aber das ist ein Spiel. Leckt mich am Arsch. Hier ist Spannung drin. Lewandowski! 2:1. Yes! Wieder eine Flanke. Nice one. Ganz, ganz wichtig. Spiel gedreht. Wie gesagt, eigentlich Arsenal die Mannschaft, die hier mehr Druck macht. Das will ich eigentlich nicht so. Aber solange wir jetzt die Tore machen, ist es noch okay. Aber wie gesagt, wir führen zwar jetzt. Aber sobald Arsenal ein Tor macht, sind trotzdem die weiter. So, kurz vor der Halbzeit den Freistoß. Gut geklärt, Kimmich. Hau ihn weg. 2:1 zur Halbzeit. Wir sind total am Schwimmen. Ich muss echt sagen, dass es glücklich hier 2:1 steht. Aber wir haben uns den Applaus verdient. Wir haben das Spiel gedreht und irgendwie die Tore gemacht. Und so steht es jetzt 2:1. Das heißt, wir werden aktuell weiter. Wir müssen noch eins machen. Dann wäre es schon echt gar nicht so schlecht, das Ergebnis. 3:1 für uns wäre echt ziemlich, ziemlich cool. Oh, Thiago Pfosten. Klatsch hat's gemacht. Und Gnabry, Lewandowski, schieb ihn rein. Fuck. Was war das denn? Okay, sie stellen auf Full Offensive jetzt. Komplett totaler Angriff. Arsenal hat Bock. Das hat natürlich Nachteil, weil sie noch mehr Druck machen. Aber auch einen Vorteil, weil ich hinten mehr Platz habe. Wenn Coman da irgendwie vorbeikommt. Der hat natürlich eine Schnelligkeit. Ich komme da aber nicht an den Ball. So, Haaland ist jetzt auch drin. Verlängerung kann es ja sowieso nicht mehr geben. Durch das 2:1. Coman ist schnell. Genau das meine ich. Coman ist schnell und Haaland und das Tor ist frei. Genau das meine ich. Haaland. 3:1. Boah. Mir fällt sowas von Stein vom Herzen. Das ist so krass. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Die zweite Hälfte gehört bisher deutlich eher uns. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Angst, wenn Arsenal da auf volle Offensive stellt und ja schon ein paar Chancen hatte. Ja, jetzt ist es nicht mehr so leicht, weil jetzt müsste Arsenal auch 2 Tore schießen und das wird schon sehr knapp. Und theoretisch haben wir jetzt immer noch hier mehr Platz. Man sieht's, Thomas Müller. Mehr Platz ist vorhanden. Mehr Platz. 4:1. Das Ding ist durch. Sehr schön. Oh. Ja, ich freue mich so echt ohne Spaß, Leute. Es war so anstrengend. Mir fällt absolut der Stein vom Herzen. Nochmal ein. Kullern so viele Steine gerade hier rum. Oh, es ist krass. Das heißt, wir sind eine Runde weiter. Total verdient eigentlich.
aber erst jetzt so richtig klar. Ja, und da ist Haaland wieder durch. Und da ist Haaland wieder durch. 5-1. Ich glaube, das wird noch zweistellig hier. 5-1, Haaland Doppelpack. Vorhin eingewechselt. Ja, jetzt machen sie total auf. Aber da sieht man es wieder. Also, so ein hohes Ergebnis. Obwohl das Spiel bis zuletzt total spannend war. Man sieht einfach, wie viel das ausmacht. Wir sind eine gute Mannschaft und wir halten total gut mit. Und wenn die da hinten so aufmachen, dann bestrafen wir das halt. Da habe ich absolut nichts dagegen. Ja, und da wird aus einem 1:0 ein 5:1. Super schönes Ergebnis und damit ist Arsenal raus und wir haben es geschafft, eine Runde weiterzukommen. Yes! Und hier sieht man nochmal deutlich dann auch, dass die zweite Hälfte uns gehört hat und dass es dann doch definitiv verdient ist. So, und dann sehen wir natürlich auch direkt, gegen wen wir spielen. Wir spielen als nächstes in der Champions League gegen Inter Mailand. Auch ein sehr, sehr starkes Team. Jetzt müssen wir ein bisschen taktieren. Wie gesagt, ich würde gerne gegen Berlin gewinnen. Aber ich würde natürlich auch gerne das Pokalspiel gewinnen, weil ich will ja eine Runde weiterkommen. Und das ist dann nur eine Woche später und so und die Mannschaft ist jetzt schon ausgepowert von Champions League und sowas und dann würde ich schon fast sagen, dass wir ein bisschen durchwechseln. So, wir sind zu Gast in Berlin und der Teddy-Sponsor, der haut ja in echt, glaube ich, endlich ab. Sieht echt komisch aus. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich die Mannschaft ein bisschen durchgemixt. Ein komischer Mix. Einige Spieler noch von der ersten Elf drin. An gewissen Positionen dann aber auch wieder ganz andere Spiele, also ganz, ganz crazy. Wie gesagt, wenn wir es jetzt nicht gewinnen, nicht so schlimm. Auswärts sind wir tatsächlich ja auch immer schwächer. Hat man ja zum Beispiel auch gegen Arsenal gesehen. Und dementsprechend schauen wir mal, was es wird. Und der Ball ist drin. Thomas Müller. Glaubt, das Tor zählt für ihn. Irgendwie hüpft er rein. Davis mit einem Pass, der eigentlich gar nicht so schlecht ist. Der Ball springt irgendwie durch die Gegend. Müller rennt mit 100 km/h Richtung Tor und dadurch hüpft der Ball dann noch weiter irgendwie rein. Ah, keine Ahnung. War ein crazy Tor, aber ich habe da nichts dagegen. Der Ball ist ein bisschen abgefälscht. 20. Minute 1:0 durch Thomas Müller. Oh, der Ball hüpft fast wieder rein durch einen abgefälschten Ball. Das wäre so lustig. Thomas Müller hat ein bisschen gekebbelt hier. Und dann der Schuss von Tolisso. Abgefälscht und hüpft fast wieder rein. War ganz, ganz knapp. Torwart natürlich schon längst geschlagen in der anderen Ecke. So, jetzt ist er drin. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts sehen. Tolisso. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe den Jubel noch nie gesehen, aber... Das ist auf jeden Fall absolut krass. Ja, Halbzeit 2:0. Also ich bin sehr zufrieden. Ganz angenehmes Spiel, nicht viel Stress, ganz ruhig, auch viel Ballbesitz. Und ja, zwei Tore gemacht, einwandfrei. Besser kann es echt nicht laufen. Nach diesem Krachergrad, das ist echt total easy und entspannt hier. Ja, sehr schön gespielt. Das ist ein Angriff, den ich genauso sehen will. Ich finde das so ein cooles Spiel gerade. Es ist wirklich total easy und entspannt. Aber auch gut einfach. Also ich kann null meckern. Das ist richtig nice. Oh, was? Als ob der drin ist. Krasser Scheiß. Was für ein Traumtor. Als ob. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, also da habe ich auch kein Problem mit. Das war echt krass. Props an ihn. Ich glaube, da hat er selber nicht mehr mit gerechnet. Abgezogen und Lack gehabt, dass der drin ist. Scheiße, war das krass. 1:3. Ah, jetzt muss ich die scheiß Torhymne raussuchen und einblenden. Aber das war ein Ding, ey. So ein krasser Pass erstmal. Und dann zieht er einfach ab. Ich habe ja auch schon gegrätscht und so.
Und dann dachte er sich, komm, jetzt ziehst du ab und er haut den da einfach rein. Krasser Scheiß. Ja, Haaland kommt für Müller. Einfach aus dem Grund, weil ich Müller ein bisschen schonen will. Gibt natürlich andere, die ich eher hätte wechseln können oder sollen, aber muss nicht. Ah ja. 78. 2:3. Das gefällt mir jetzt schon mal nicht ganz so. Boah, weiß ich jetzt nicht, wenn ich da wechsle. Also wenn ich will, dass noch was geht, dann müsste ich eher... Lewandowski oder so einwechseln. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, das feiere ich jetzt nicht ganz so, dass jetzt das 2-0 gekommen ist. Wie gesagt, beim 2-0 ist ja schon das 2:3. Das 1:3 war wirklich schön und da kann man auch nichts machen. Aber das hier war jetzt auf jeden Fall ja, unnötig. Ja, jetzt vielleicht Haaland. Schwacher Schuss. Der hat eigentlich einen guten Schuss, deswegen dachte ich, den kannst du direkt nehmen. Aber das war nix. Vrieth holt sich den Ball. Vrieth irgendwo hin, wo kein Mensch ist. Davis holt sich den Ball, jetzt Vrieth und da ist Perisic und der Pfosten zum zweiten Mal. Oh. Sieht ja auch danach aus, dass es jetzt endlich rum ist. Jawohl. 2:3 ist dann nochmal knapp geworden am Ende, aber definitiv verdient gewonnen. Und damit 3 Punkte eingefahren, die total wichtig sind. Je nachdem, was Schalke und Dortmund jetzt gemacht haben, können wir mal drauf schauen. Haben wir schon gute Chancen auf die Meisterschaft? Eigentlich haben wir sie schon sicher. Wir hatten 15 Punkte Abstand, 21 waren noch zu holen. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Schalke hat tatsächlich verloren. Es ist so ein Zufall. Dortmund hat aber gewonnen. Das heißt dann, dass die an uns dran kleben. Das heißt, wir haben jetzt einen Punkteabstand von 16, soweit ich das dann richtig sehe. Zu Schalke wären es natürlich jetzt dann 18, das schon echt gut gewesen wäre. Also Punkteabstand von 16 und 18 Punkte sind noch zu holen. Das heißt, wenn wir ein Match noch gewinnen, dann sind wir durch. Dann hätten wir immer noch einen Punkteabstand von 16 und dann wären aber nur noch 15 Punkte zu holen. Ansonsten haben wir natürlich auch die deutlich bessere Tordifferenz. 81 Tore geschossen, das ist schon deutlich besser als alle anderen. Und 24 kassiert ist auch der Bestwert, denke ich. Ja, Dortmund hat 26, Leverkusen hat auch 26, aber 24 ist der Bestwert. Also wir sind echt auf einem guten Weg. Wenn wir jetzt gegen Augsburg im Pokal noch weiterkommen und dann in der Champions League natürlich auch noch gegen Inter Mailand. Heute haben wir einen guten Schritt schon mal geleistet. Gegen Augsburg ist schon Halbfinale, krass. Heute haben wir einen guten Schritt geleistet. Hoffentlich ihr auch. Oh, es geht noch weiter. Hoffentlich habt ihr auch einen guten Schritt geleistet, indem ihr ein Like da gelassen habt. Weil dann habe ich wieder Bock, weitere Folgen aufzunehmen. So, wir werden Meister. Wie wichtig ist das Spiel? Ja, sehr wichtig natürlich. Ich weiß aber nicht mal, gegen wen wir spielen. Ja, gegen Köln spielen wir. Ist kein einfacher Gegner, muss man sagen. Also Köln oder so. Sollen wir Martinez verkaufen? Theoretisch kann man das machen. Aber nur, wenn die mir ganz, ganz viel Geld geben. Wir machen Maximum. Mal gucken, was passiert. Ja, vor allem, weil wir zu Hause spielen, ist wahrscheinlich ganz cool. Weil zu Hause spiele ich irgendwie gefühlt immer ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze natürlich dann mal an in der übernächsten Folge. Nächste Folge ist vollgepackt mit DFB-Pokal und Champions League. Ich bin heiß, ich bin gespannt. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Daumen nach oben und haut rein. Bis dahin, ciao, ciao.